Der Trailer von Ghost Recon Frontline zeigt schon einiges an Gameplay. Hier in meiner ersten Trailer-Analyse ever schauen wir uns das mal gemeinsam an und ich sag dir alles darüber, was ich sagen darf. Da in dem Trailer keine HUD-Elemente gezeigt werden, schauen wir uns am Ende mal noch ein paar Szenen mit HUD-Elementen an und besprechen, was wir da so genau sehen. Ein kleiner Disclaimer vorab. Ich muss leider immer noch etwas unwissend tun, obwohl ich schon mehr weiß, weil ich immer noch vertraglich zum Schweigen verpflichtet bin und nur über die Dinge sprechen darf, die bereits irgendwo offiziell gezeigt wurden. Dann würde ich sagen, legen wir los. Den Trailer starten wir mal von ganz am Anfang. Ubisoft-Logo ist klar. Dann haben wir hier so ein paar kleine Snippets, die immer nur für einen Bruchteil von einer Sekunde drin bleiben. Schauen wir uns die mal genau an, ob wir da schon irgendwas erkennen können. Das Bild kennen wir von Anfang. Einfach nur eine Explosion, drei random Dudes, die da rumlaufen. Also ein Team. Ein Feuergefecht in einem, ja, sieht aus wie ein Waldstück. Das hier ist eine Extraktionssituation. Wir sehen hier oben den Helikopter, der das Team, das die Extraktion initiiert hat, abholen soll. Und gemessen an dem, was hier alles so abgeht, würde ich sagen, dass da mindestens noch zwei weitere Teams um diesen Extraktionspunkt kämpfen, beziehungsweise das Team, das die Extraktion gerufen hat, überfallen wollen, um an die wertvollen Daten zu kommen, die extrahiert werden. Ich hoffe, das war irgendwie verständlich ausgedrückt. Hier haben wir ein Feld mit ein paar Bienenstöcken und wieder jeder Menge Explosionen, weil sich Explosionen in Trailern einfach gut verkaufen. Zum ersten Mal in einem Ghost Recon Spiel 100 plus Spieler. Ja, was heißt 100 plus? Ich darf es natürlich nicht sagen, aber das kann sich ja jeder irgendwie selbst ausrechnen, weil es sind ja immer in diesem großen Modus immer Dreierteams. Also kannst du dir ja selbst ausrechnen, wie viel es dann sein werden. Hier wieder ein Team, das unterwegs am Bahnhof ist. Wir diesmal ausgestattet mit einer M4 Schrotflinte, so wie es aussieht. Eine Satellitenschüssel. Wir sehen hier hinten eine Drohne. Könnte eine Aufklärungsdrohne sein, weiß man jetzt nicht. Kann natürlich auch irgendwie auch ein Luftschlag sein. Ich weiß gar nicht, gibt es einen Luftschlag? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Und selbst wenn ich es wüsste, dürfte ich es nicht sagen. Ja, hier so ein Satellitenarray und eine Drohne und ein Team im Wald. Hier fliegt gerade der Extraktionshelikopter rein. Und ja, ein Team, das den Hubi scheinbar nicht gerufen hat, bewegt sich in Richtung der Extraktionszone. Ja, hier wurden einfach nur ein paar Skins gezeigt. Können wir uns ja auch nochmal anschauen. So, hier haben wir einen Operator, scheinbar ein Scout mit einem, ja, sieht aus wie ein Sturmsoldaten-Ghillie. Also der Sturmsoldaten-Ghillie aus Breakpoint, meine ich. Richtige Ghillies gibt es, glaube ich, gar nicht, wenn ich mich nicht irre. Aber, jo, das werden wir dann sehen, wenn das Spiel draußen ist, beziehungsweise im geschlossenen Playtest. Hier einmal Casual Tactical. Mit leichter Weste, Tigerstreifentarnung oder so. Ja, auf jeden Fall so ein typisches, ich nenne es mal ein typisches Ghost Outfit. Dann hier, was aussieht wie ein Jahrmarkt mit Riesenrad. Wieder ein bisschen rumgerannt. Hier haben wir ein paar Munitionskisten, wo man sich aufmunitionieren kann. Ein paar Nachladeanimationen. Dann haben wir hier eine Sensorgranate, die kennen wir auch von Breakpoint. Gegner werden markiert und dann bekämpft. Hier wurde unser Scout ausgenockt. Und wir sehen, weil noch andere Mitglieder des Teams am Leben sind, kann der noch so rumkrabbeln und auch wiederbelebt werden. Das kennt man ja auch aus anderen Spielen, aus zum Beispiel dem Battle Royale Genre. Hier hinten sitzt auch noch einer, der ausgenockt ist. Ansonsten sehen wir hier soweit nichts. Da wurde er gerade wiederbelebt.
Da war jetzt was Interessantes, und zwar hier haben wir die Karte mit Icons, die aussehen ja wie Thronen, haben hier die verschiedenen Pfeile für Mitglieder unseres Teams. Das Team ist scheinbar ziemlich verstreut. Da oben ist das andere Mitglied. Alle gehen jetzt hier zu diesem Punkt, der jetzt rot markiert ist mit einem roten Kreis. Und hier sehen wir diese Drohne, die scheinbar eine zentrale Rolle in diesem Spielmodus spielt. Hier sehen wir auch gleich, dass er hier etwas mit der Drohne macht. Es sieht aus, als würde er Daten hochladen. Was genau, können wir anhand dieser Szene leider nicht erschließen. Hier wurde gerade ein Geschützturm gerufen. Ja, hier haben wir ein Fahrzeug. Fahrzeuge gibt es auch, die kann man sich allerdings nur selbst rufen. Hier wird auch nochmal, hier hat man gerade gesehen, wie der Charakter mit so einem Markierungslaser die Stelle markiert hat, an dem diese mobile Deckung hier runterkommen sollte. Ein bisschen kämpfen und bum bum. Hier nochmal ein Abwurf von einem, ja, Schützenturm, einem Wachturm. Nochmal die Extraktionsszene. Und hier sehen wir hier hinten nochmal einen Geschützturm, da ein Fahrzeug mit einem Team, den Extraktionshelikopter. Ja, hier vorne die mobile Deckung. So wird es im Spiel wahrscheinlich nie aussehen, denn ja, ich würde vermuten, dass zumindest diese beiden Teams hier sofort ausgeschaltet werden, weil die halt einfach komplett ohne Deckung da rumlaufen oder rumstehen. Aber hier hinten haben wir noch diesen Wachturm und noch ein Fahrzeug dort. Hier haben wir die Spielkarte und die ist tatsächlich relativ groß, bietet aber viele interessante Locations. Wir haben hier eine Gefahrenzone, den Hafen, eine Raffinerie, ein Kraftwerk, eine Recyclingstation, eine Brauerei, eine Airstation, also wahrscheinlich ein Flugfeld oder dergleichen, Zirkus, Holzfällergedöns, Mine und so weiter, Chemiegedöns, Kommunikationsstationen, Damm. Ja, also es gibt echt einen Haufen interessanter Locations. Dann haben wir hier außerdem noch so lauter rote Punkte hier auf der Map. Was das sein könnte, darf ich wahrscheinlich wieder nicht sagen, aber ja, das kann man sich vielleicht selbst denken. ja, hier haben wir etwas, was aussieht wie ein Schiff mit der Beschriftung Homebase. Was das ist, weiß ich tatsächlich nicht. Vermutlich nur einfach da als Alibi. Ja, und das war das mit dem Trailer. War jetzt tatsächlich dann doch netto weniger zu sehen, als ich eigentlich dachte. Beziehungsweise weniger, über das ich sprechen darf. Und ja, dann schauen wir uns dann jetzt als nächstes mal die Spielszenen an mit HUD, damit wir da auch mal ein bisschen tiefer einsteigen können. So, hier sind wir auch schon in der ersten Gameplay-Szene mit vollständigem HUD. Und ja, hier gibt's jede Menge zu sehen. Ich habe jetzt genau diese Szene ausgewählt, denn rundherum sind leider immer Untertitel im Weg und versperren irgendwie die Sicht. Und deshalb hier haben wir gerade mal eine halbe Sekunde ohne Untertitel. So, was sehen wir hier? Wir sehen hier Markierungen von Teamkameraden. Wir sehen hier einen gedownten Gegner, also einen erschossenen Gegner, der noch wiederbelebt werden kann. Die können dann aber natürlich auch, wenn man weiter drauf schießt, dann komplett zum Schweigen gebracht werden. Hier in der Szene wird gerade auf einen weiteren Gegner gefeuert. Und wir sehen hier in der Mitte, approach downed enemies to interrogate them and reveal their teammates' positions. Das finde ich sehr geil. Wenn man nämlich ein Team erwischt hat, also ein Gegnerteam, das ein bisschen verstreut ist. Und dann kann man, wenn man einen Gegner gedownt hat, einfach zu dem gehen, kann den verhören und der verrät dann die Positionen seiner Teamkameraden, sodass man die dann noch einfacher angreifen kann. Die Mechanik finde ich echt ziemlich cool. Dann haben wir hier links die Minimap, links unten. Oben drüber haben wir Teams Extracted 0 von 2. Das heißt, es können maximal pro Runde 2 Teams extrahieren.
Darüber haben wir wieder dieses Drohnensymbol 0 von 3. Das heißt wohl, wir können mit 3 dieser Drohnen interagieren, was auch immer man damit macht. Und hier sehen wir noch eine Zeit ablaufen für was auch immer. Hier haben wir nochmal die Namen der Teammitglieder, unten drunter unseren eigenen Namen, dann in blau die aktuelle Rüstung, unten drunter in weiß die Lebenspunkte und rechts nebendran, ähnlich wie bei Warzone, eine Rüstungsplatte, die man dann hier wohl mit der Taste 4 ausrüsten kann bzw. anwenden kann. Hier in der Mitte sehen wir übrigens noch die Taste Z und nebendran so ein Zielvisier. Das heißt einfach, dass wir wie bei Wildlands und auch Breakpoint Visiere ändern können. Also es gibt Visiere mit einem Verstärker, der hochgeklappt werden kann oder mit variabler Zoomstufe. Oder hier, wenn ich das richtig sehe, kann man hier aus dem Strich-Punkt-Strich-Visier einen Kreis mit Punktvisier machen. Dann haben wir hier unten rechts ein blaues Symbol mit so einem, ja, Geschützturm-Icon. Zwinker, Zwinker, der Zahl 1 und der Taste Q. Das ist die Klassenfähigkeit. Gut, dass ich das jetzt hier sehe, denn dann darf ich auch drüber sprechen. Also mit Q löst man die Klassenfähigkeit aus und die kann auch mehrere Ladungen haben, was wir hier anhand der 1 sehen können. Dann haben wir unten rechts haben wir die Munition im Magazin. Hier jetzt ein Schuss hat der Gute noch im Magazin. Unten drunter die Gesamtmunition, links nebendran der aktuelle Feuermodus, das hier ist vollautomatisch. Darüber haben wir stehen zwei Ladungen. Was das jetzt genau heißt, weiß ich gerade gar nicht mehr. Entweder verlässt mich mein Gedächtnis oder ich wusste es nie. Auf jeden Fall darüber haben wir nochmal 7000 und dann so ein ziemlich seltsames Icon mit der Taste X. Ich vermute, dass die zwei Ladungen mit der Taste X zusammenhängen. Ich weiß, was die Taste X macht, darf es halt nicht sagen. Leider. So, dann schauen wir mal weiter, was wir hier noch an Gameplay-Material finden können. Freedom of approach at its core. So, hier haben wir nur 2900 von diesem Icon. Kannst dir bestimmt schon denken, dann, was das Icon hier ist. Auf jeden Fall irgendwas, was mal mehr und mal weniger sein kann. This means. So, hier haben wir gerade gesehen, wie eine Nachschublieferung, sieht's aus, gerufen wurde. Außerdem ist hier schon eine Extraktion im Gange, so wie es aussieht. Enemy Team Knows Your Location steht hier unten noch. Das heißt, genau das, was da steht. Ein Gegnerteam kennt deine Position. Und hier kommt jetzt gleich was ganz Spannendes, denn da sehen wir, wie der Verhör von einem gedownten Gegner aussieht. Wir sehen leider nicht die Auswirkungen, aber wir sehen zumindest, wie der Gegner darauf reagiert. It's gameplay. It's all about. Hier haben wir nochmal, gerade noch kurz vorab, Friendly UAV on the way. Also, um nochmal den Bogen zu schlagen, zum Anfang des Videos, da hatten wir am Anfang im Himmel eine Drohne gesehen. Das war vermutlich eine UAV, also eine Aufklärungsdrohne, die in einem begrenzten Radius Gegner aufdeckt. Ja, jetzt ist hier tatsächlich noch eine Szene dazwischen und zwar sehen wir hier Hack successful data uploaded. Und jetzt wissen wir auch genau, was der Charakter mit dem Tablet und der Drohne gemacht hat. Nämlich er hat Daten auf die Drohne hochgeladen, hat die Drohne gehackt. Und hier sehen wir auch hier das Drohnensymbol jetzt 1 von 3. Heißt also, man muss, um die volle Punktzahl quasi zu erreichen, 3 Drohnen hacken. So, jetzt müsste aber eigentlich wirklich die Verhörszene kommen. Situations. We've brought it into a first-person perspective to heighten your immersion. And retailer the core mechanics. Wir sehen, wie der Gegner sich hinkniet und sich ergibt. Und hier sehen wir den Kreis, der sich füllt. Und wenn der voll ist, dann werden die Gegner markiert. Aber so lange bleibt die Szene leider nicht bestehen. Was wir hier aber noch sehen, hier wurde noch keine Drohne vollständig gehackt. Wir sehen aber hier, dass der Hack am Laufen ist. Also unten links hier neben der Minimap sehen wir Hacking 45%. Hier sehen wir jetzt oben rechts auch mal, dass man verschiedene Aktionen pingen kann. Hier sehen wir, der André Erik oder wie auch immer hat erst einen Gegner gespottet, also einen Gegner-Ping gesetzt, hat den wieder abgebrochen, hat dann einen Erkundungs-Ping gesetzt und dann hat Zeko AX seinen Ping, den er wohl vorher irgendwann gesetzt hat, gecancelt. Oder umgekehrt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das aktuelle oben steht oder unten.
Jedenfalls, ja, Ping-System ist drin mit verschiedenen Aktionen, die man auswählen kann, was gepingt wird. Hier oben sehen wir übrigens auch gerade noch sehr schön den Kompass, also eigentlich auch Standard. Ich wünsche mir so einen Kompass schon seit Jahren. Naja, seit Release, seit dem ersten Technical Test von Breakpoint wünsche ich mir so einen Kompass und Breakpoint. Warum nicht? Ich will haben. Hier haben wir nochmal einen Geschützturm-Icon. Und wir sehen hier, wie die Bewegung über Hindernisse aussieht. Und wir sehen ja nochmal, wie ein Gegner gestartet wird. Was ich nicht so cool finde, ist, dass man halt sieht, also ein Icon sieht bei den Gegnern, die gedownt sind. Ist natürlich gut, damit man sieht, ob die jetzt wirklich komplett tot sind oder ob sie nur down sind. Aber ich möchte mich eigentlich, wenn ich gedownt bin, gern irgendwie noch verstecken können, um ja eine bessere Chance zu haben, was halt nicht so gut geht, wenn ich markiert bin. Faster, sharper and more responsive. Noch mal schauen. All of this. Denn wir sehen nämlich auch hier am Bildschirmrand selbst, dass wir da noch einen gedownten Gegner haben. Also Verstecken für die gedownten Gegner ist leider nicht drin. Und hier haben wir noch den ja Beschussrichtungsanzeiger, mit dem wir sehen können, aus welcher Richtung wir gerade beschossen werden. Und wir sehen hier mittlere Taste drücken, also Mausrad gedrückt halten, um ja das Pingrad zu öffnen, wo dann die verschiedenen Aktionen ausgewählt werden können. Hier oben links sehen wir gerade noch ganz gut, der Spieler hat 0 Kills, es leben insgesamt noch 11 Spieler in insgesamt 4 Teams. Hier sehen wir jetzt gerade noch was Interessantes, denn das ist nicht der Expedition-Modus. Das ist der Modus Kontrolle. Und wir sehen hier gibt es 3 Punkte zum Einnehmen, Punkt A, B und C. Und ja, das funktioniert halt ähnlich wie bei Battlefield oder auch im Ghost War. Wir haben hier unter den Zielpunkten 2 Punkte leisten. Und ja, das Team, das seine Punkteleiste zuerst voll hat, indem es die meisten Kontrollpunkte gehalten hat, gewinnt. Blau, eigenes Team, rot, Gegnerteam. Zusätzlich gibt es hier noch so Einkaufswägelchen. Auch hier, das sind so bestimmte Stationen auf der Map. Was die machen, darf ich leider nicht sagen. The other, more casual options, added for those who want to get some quick access. Hier auch nochmal Kontrolle-Modus. Diesmal aber mit ein paar Kontrollpunkten mehr, nämlich A, B, C, D und E. Außerdem sehen wir, ich mache das Ding hier nochmal kleiner, sehen wir hier unten links neben der Minimap nur einen Name. Denn im Kontrolle-Modus spielt quasi jeder für sich. Da ist dieser 3-Mann-Trupp-Zwang nicht gegeben. Hier sehen wir unten rechts mal noch eine andere Klassenfähigkeit. Und zwar sieht das aus wie so ein Radar oder ein Scan. Ja, was das ist, da brauche ich wohl kaum was zu sagen. Darf ich auch wahrscheinlich nicht. Weiß ich nicht. Hier oben rechts haben wir noch den Killfeed, den habe ich eben noch vergessen zu zeigen. Der sieht im Grunde ähnlich aus wie bei Battlefield und anderen Spielen. Blaue Spieler sind Spieler vom eigenen Team und auch man selbst natürlich. Und rot sind Gegner. Und in der Mitte die M4A1, die Waffe, mit der dieser Gegner getötet wurde. Beziehungsweise Spieler links tötet mit Waffe, Spieler rechts. Hier nochmal kurz der Killfeed, noch einmal mit einem Headshot-Symbol. Ja, selbsterklärend. Außerdem sehen wir hier auch gerade noch einen Ping. Ja, das ist ein Gegner-Ping mit Entfernungsangabe. Hier sehen wir jetzt gerade die Szene vor der Szene eben, in der ich über das Icon von gedownten Spielern gesprochen habe. Hier sehen wir jetzt gleich auch mal den Ping in Aktion. Oben rechts auch wieder der Ping-Feed, nenne ich ihn mal. Put your tactical preparation to the test. In Tom Clancy, go. Und damit wissen wir auch, wo die aktuellen Meldungen stehen, nämlich oben. Hier hat der Spieler einen Erkundungsping gesetzt, soon. Hat den wieder abgebrochen for our und ja, are now open. Mehr konnten wir jetzt nicht mehr sehen. You know, hier ist auch gerade noch was interessant. Und zwar steht hier, you have found your teammates' dog tags. Get them to a supply station to bring them back in action. Das heißt also, wir können unsere gefallenen Teamkameraden auch ähnlich wie bei Apex Legends wieder ins Spiel bringen, indem wir ihre dog tags zu so einer Versorgungsstation bringen. Hier ist noch interessant, Drones can be hacked in 30 Sekunden. Das heißt also, diese Drohnen können nicht immer gehackt werden, sondern ja,
abhängig. Weiß nicht, ob das nur von der Zeit abhängig ist oder auch von irgendwelchen Umständen. Auf jeden Fall hier in diesem Bildschirm 30 Sekunden. Und diese Meldung bekommt dann aber, soweit ich weiß, auch jeder Spieler. Damit jeder Spieler weiß, wann die Drohnen gehackt werden können. Und hier unten auf der Minimap sehen wir auch wieder so ein Drohnensymbol und verschiedene Computersymbole. Was die sind, darf ich aber wieder mal nicht sagen. Und hier unten rechts haben wir außerdem auch noch eine andere Klassenfähigkeit. Nämlich wir sehen hier, ja, man kann es kaum erkennen, aber es ist eine Sensorgranate, wie wir sie auch aus Breakpoint schon kennen. Davon hat der Spieler 2 angesammelt, ja, und kann die dann mit Q werfen. Und daneben sehen wir hier noch die Taste 3 mit 2 verschiedenen Slots und einer 1. In der Mitte können wir leider nichts erkennen, wegen dem ganzen Gestrüpp da. Aber ich kann dir sagen, das sind die Item-Slots. Man kann immer maximal 2 verschiedene Items mit sich führen. Hier nochmal ganz interessant. Und zwar hier haben wir die Meldung, a drone is hacked nearby. 104 Meter und einen Fortschrittsbalken, also diesen Kreis. Das heißt, sobald jemand anfängt, eine Drohne zu hacken, wird der ungefähre Standort dieses Hacks allen anderen Spielern angezeigt. Das ist noch ganz wertvoll zu wissen. Ja, so viel zu den Gameplay-Szenen mit HUD. Was kann ich dir sonst noch so zum Spiel sagen? Tja, also eigentlich kann ich nur noch mal diese Battle Royale-These etwas entkräften, denn wie du jetzt gesehen hast, die Spielwelt wird mit der Zeit nicht kleiner wie bei einem Battle Royale-Spiel und es können anders als bei einem Battle Royale-Spiel auch 2 Teams gewinnen und extrahieren und nicht nur 1. Ich persönlich finde, das Spiel hat genügend Alleinstellungsmerkmale, um heutzutage auf dem Markt bestehen zu können. Mir hat's wie gesagt eine Menge Spaß gemacht und ich freue mich tierisch auf nächste Woche auf den geschlossenen Playtest oder Closed Beta oder wie auch immer man das jetzt nennen möchte. Und ja, wir sehen uns auf dem Schlachtfeld, meine Freunde. Ich freue mich auf euch. Wir sehen uns.